hi Abby. Wo sind sie? Wo ist wer? Ja, ja. Und wenn es knistert, ist sie im Chat. Immer. So, infiziert. Wo? Ich hab den nicht gesehen. Scheiß Schneesturm. Oh, das sind... Oh, fuck, das sind zu viele. Wow. Wow. Ich hab keine Ahnung, wohin. Oh, oh. Nein. Oh, oh. Wie viele sind das denn? Das ist nicht gut. Beeindruckend, wie schnell sie rennen kann in dem Schnee. Aua. Ich hab... Wie viele sind das? Alle. Gott sei Dank. Ist doch egal. Sag mir lieber, wo wir hin sollen. Ich schätze, wenn wir hinten rausgehen, schaffen wir es vielleicht zu finden. Das muss sein. Hey, hast du eine Knarre? Ja. Ich hoffe, du schießt gut. Bleib bei. Wir müssen alle warten. Ein Aufräumkommando holen. Zuerst müssen wir das hier überstehen. Mhm. Auf die Fenster achten. Nice. Wow. Ich tue. Das Fenster! Das ist unser Ausweg! Wie kommen wir da hoch? Hier, damit!
ausgewichen. Nein, ich bin voll reingerannt. Ich hab gedacht, das wäre ein Runner. Oh no. Ich hab gedacht, das wäre ein Runner. Fuck. Es ist mega laut auch, ne? Entschuldigung. Puh, warte, warte. Oh. Fuck. Geh weg. Lass ihn in Ruhe. Ich schaff das. Halt mir die Infizierten vom Hals. Hab kaum noch Munition. Au. Geh doch weg. What? Okay, nice. Totti. Was ist lang und schlecht für die Zähne? Ja, eine Brechstange. Oh. Wie heißt du? Hallo, Big Totti. Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr ja, so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf. Okay. Du reitest mit mir. Komm. Komm! Ich vertraue Abby nicht, auch wenn wir sie spielen. Ich vertraue ihr nicht. Viele Klicker und Runner wollen sie haben. Alle. Verstehe die Frage nicht. Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Ich hab's noch nicht gespielt. Das ist das erste Mal. Wir haben jetzt die letzten Streams immer den ersten. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um ein Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Ach, schön. Hör der Kuh. Hey. Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse?
Bleib einfach da, okay? Kannst du bitte warten? Lol. Jetzt dreh dich um. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das was? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Sie haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Dankeschön, Lucy. Bis morgen. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Sind doch noch bekifft, oder? Ich fühle mich gerade wie in einem fucking Kinofilm. Du hast uns Angst gemacht. Wie geht's euch so? Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sattel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten, ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Hab gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Ja. Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy. Das, das ist doch die, die schwanger ist, ne? Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Ich wusste es! Ich wusste es! Die blöde Kuh! Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Die dumme Schlampe! Puta madre! Joel Miller. Sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Bindet sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung.
weg da! Du dummer alter Mann. Ich lasse mich nicht hetzen. Wer ist sie? Ja, 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 ich hätte sie fressen lassen sollen. Ich wusste, dass ich sie nicht mag. Ich wusste es. Ich wusste nicht warum, aber ich mochte sie nicht. Spielst du die Frau? Also du springst immer hin und her zwischen Ellie und Abby. Abby war jetzt gerade die, die Joel den Kopf zerquetscht hat. Hättest du mal gesagt, dass du sie magst, wäre sie jetzt schon angebeten. Ja, verdammt. Verdammt. Oh. Das hier ist Part 2, oder? Kommt mir so bekannt vor. Dass das Joel schon wieder auf die Fresse kriegt und Ellie ihn retten muss? Ich weiß halt nicht, wer Abby ist. Ich weiß es einfach nicht. Okay, der kommt lang. Ah. Oh, da ist es. Joe? Tommy? Oh, das zerbricht mir gerade das Herz. Da steht der Home Sweet Home. Ihr seid doch Arschlöcher. Oh mein Gott, diese verkackten Wichser. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkommt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Nein! Schmoren der Hölle! Ich bring euch um! Nein! Nein! Ich bringe euch um!
Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Holy shit. Holy shit, dieses Sch- Kann ich mich setzen? Ja. Ach. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist. Wie stark? Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Mal erwähnt, dass ich die hasse, dieses Spiel. Wie sehr ich es gerade hasse. Okay. Ich möchte es gerade verbrennen. Ich möchte es.
Aber es war zu teuer.